So, und dann nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Loadout. Kurz. So. Wir werden jetzt erstmal gucken, was hier gibt. Guck mal hier erstmal hier rein. Also, hier gibt es anscheinend Pakete, die man sich für Geld kaufen kann. Das sind, ja, könnte man sagen, jetzt ist Pay to Win, aber ich habe jetzt überhaupt noch nichts gespielt, also kann ich noch überhaupt gar nichts sagen, ob es Pay to Win ist oder nicht. Ich hoffe mal, dass es nicht Pay to Win ist. Das wäre dann geil. Aber das Spiel... So. Ne, guck mal erstmal hier. Schmiedekunst. Ah, Sie können alle Waffen, die Sie erstellt haben, hier sehen. Klicken Sie auf Plus-Symbol, um eine neue Waffe herzustellen. Na, dann erstellen wir nochmal eine Waffe. Trage den Namen für deine Waffe ein. Später kann jederzeit geändert werden. Ja. Ich habe keine Ahnung. Den Cedric's K.O. Blaster. So. Cedric's K.O. Blaster. So. Die erste Wahl, wenn Sie eine Waffe zu machen, ist das Fahrwerk. Ah, cool. Nachladezeit. Ja, Schaden. Was macht das? An der Hüfte getroffen. Zielgenauigkeit. Ah, Zielgenauigkeit ist auch. Ah, ich sehe schon, das wird richtig krass. Chipgröße. Aber bis jetzt ist das hier das Beste, ne? Schnelle Nachladezeit, viel Schaden, gute Reichweite. Zielgenauigkeit 100. Stabilität misst, wie viel Rückstoß es bei jedem Schuss der Pistole gibt. Eine höhere Stabilität bedeutet weniger Bewegung durch Rückstoß. Genauigkeit einer Waffe zielt beim Ziel nach unten. Die Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte, eine Genauigkeit von 100%, dass jeder mit Schießkanonen trifft. Die optimale Reichweite der Waffe mit dem Fuß, der Schaden geht zwischen der ersten und der zweiten Zahl nieder. Was? Schaden geht zwischen der ersten und der zweiten Zahl nieder. Aha. Wieder beladene Waffe. Okay. Bei Geschwindigkeit. Schaden. Oh ja, okay. Ich würde mal sagen, das ist so gut. So. Nehmen wir mal den Vorrat. Okay, das kostet gerade... Punkte. Was macht das eigentlich mehr? Dünne Materialien, Bewegung. Anscheinend macht das... Ist jetzt... Ich weiß, wie viel Rückschuss bei jedem Schuss der Pistole gibt. Ah, okay. Geschwächter Vorrat, der die Solid auf Kosten gehemmt, der Stärke und Feuer. Geschwächter Vorrat. Hä? Was ist jetzt besser? Ist jetzt das besser oder das? Hm. Okay, kann ich hier auch noch irgendetwas? Nein, hier kann ich auch nichts. Hier auch nichts. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, dann... Ach, wir können das schon mal testen. Cool. Dann testen wir doch mal diese Waffe. Oh, das ist ja mal richtig geil. Verstand die gerade in Unterhose. Okay. Eine Hechtrolle. Ah.
Ah, es scheint auch ziemlich brutal herzugehen, wenn man sich mal hier anguckt, wie zerfetzt die Dinger jetzt schon sind. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich würde mal sagen, das haben einige jetzt bestimmt falsch verstanden. Alter, wie brutal ist das Spiel denn? Ah, wie geil. Gab's nicht gerade einen Doppelsprung? Jo, es gibt Doppelsprung. Also das heißt, dieser Doppelsprung hier. Die von hier aus kommen dann so. Das Spiel soll auch dadurch leben, dass es eine extrem krasse Auswahl von Waffen gibt. Okay, also hier muss man anscheinend nachladen und dann zack. Anscheinend ist die überhitzt, oder? Oder die hat unendliche Munition. Okay, anscheinend kann die nur überhitzen. Echt geil gemacht, das Spiel. Also, bis jetzt gefällt mir's. Okay, Escape für Rückgehen. Dann klicke ich hier mal auf Speichern. Oder stand jetzt da irgendwas? Momentan nicht Teil der einer Entladung. Möchtest du... Ist nicht deine... Achso, es ist Loadout. Oder so, vielleicht, keine Ahnung. Zeichen. Techbaum. Oi, 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 oi. Guckt man sich mal diesen Techbaum an. Ja, der geht ja immer noch weiter nach unten. Würde mal sagen, da ist schon eine Menge drin. Oh, jetzt habe ich das gerade nicht lesen können, egal. Alter! Gibt's ja für jede Waffenart. Krass, denken Sie daran, alle Teile freigeschaltet haben, direkt zuzuordnen. Okay, ich kämpfe jetzt mich erstmal jetzt hier durch. So, ich mache mal ein auf Gelegenheitsspiel. Machen wir jetzt erstmal... Ne, gegen welche Gegner machen wir erstmal sofort. Wir versuchen jetzt erstmal ein Spiel zu finden. Ich habe jetzt erstmal richtig Bock, gegen ein paar andere Typen Platz zu machen. Und das Spiel scheint schon richtig geil zu sein. Also ich guck kurz einmal. Wir haben jetzt schon fast 10 Minuten durch. Ja. Ich würde mal sagen, eine Spielrunde 10 Minuten, dann passt das ja. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass schnell jetzt eine Runde kommt. Also ich erwarte mal ziemlich... Also bis jetzt, was ich jetzt gespielt habe, ist schon richtig genial. Mit dem Waffen, mit dem Waffen zusammenbasteln und dem Spiel und eine etwas Entschuldigung für Versprecher. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendetwas muss ich ja sagen. Ich mache ja ein Let's Play. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr etwas sagt und dann plötzlich habt ihr es vergessen und ihr könnt euch absolut nicht mehr daran erinnern, was ihr gesagt habt? Boah. Oder zum Beispiel, was ich mir früher immer gemacht habe, wenn ich gerade Fernsehen geguckt habe, also früher, wo es noch nichts Internet gab oder nichts PC und beziehungsweise das nur
nur sehr wenig ich das gebraucht, benutzt habe. Da habe ich im Fernsehen, kamen immer so Serien und dann ungefähr, wenn eine vorbei war und dann die nächste anfing, dann habe ich mich immer gefragt, was kam denn davor, was kam denn davor? Oh. Und manchmal war das echt so dermaßen schwierig und dann so, ah, diese Serie war das. Aber jetzt habe ich komplett den Faden verloren, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall finde ich das Spiel cool, da wegen dem Zusammenbasteln von Waffen und dem bis jetzt, wie heißt es, das Spiel Vergnügen mit der etwas heftigen Brutalität. Ja, die Kopf so wegspringen und plötzlich kommt so voll fett Blut rausgesplattert. Alter, das ist schon heftig. Aber hoffentlich geht das jetzt endlich mal. Durchschnittliches Warten ist 2 Minuten. Wenn es jetzt noch etwas länger dauert, dann karte ich das hinterher raus. Ich werde es wahrscheinlich später rauscutten. Ah, cool, man kann hier... Ah, das ist ja cool. Ja, klar. Ach, im Hintergrund... Okay. Ja, bin ich, aber ich will nicht die ganze Zeit dabei sein. Ich check's nicht. Was ist... Okay, man kann anscheinend... Also hier ist eine Cedric Blast, er ist richtig geil. Könnte ich mir jetzt noch eine Waffe erstellen. Bekommt jetzt erstmal keinen Namen. Kann ich mir auch irgendwie hier so eine zweite Kampfwaffe oder so machen? Ich habe aber kein Geld. Nur so nebenbei. Ja, ich will jetzt endlich spielen. Ich kann mal gucken. F8 und F12. Ich guck mal, was F8 macht. Ach nee, der F8 ist ja Pause bei meinem Aufnahmeprogramm. Naja, egal, gucken wir uns jetzt erstmal hier das andere an. Irgendwann geht das ja dann hier bestimmt schon los. Ach, wir sind gerade im Lager. Hier gibt's vorgestellt. Gibt's anscheinend ein Starterpaket. Ich guck mal hier drauf. Ach, das war das, was ich mir gerade angeguckt habe. Da gibt es einen Doppel-XP-Bonus, einen Doppel-Blood-Bonus, anscheinend diese blauen Punkte hier unten. Ach, ich habe 2000 davon. Dann könnte ich mir sogar welche kaufen. Davon etwas kaufen. Was war das denn gerade? Nee, da war doch nichts. Anscheinend sieht man die Maus gar nicht, ne? Na ja, egal. Bestimmt aber jetzt bin die Maus, ne? Ohohoho. Ah, geht's los? Oh, eine coole Musik im Hintergrund, ne? Anscheinend erst, wenn das grün wird, passiert irgendwas. Dann gucke ich mir kurz hier nochmal den Load auf an. Kann ich mir das zweimal reinpacken? Hey, jetzt habe ich den zweimal. Guck mal, Handgranaten. Ey, sowas... Sowas ist ja mal richtig genial. Eine heilende Granate. Eine Buff-Granate. Ey, das sind doch mal richtig geniale Ideen. Ey, was... Alter, was kommen die denn für Ideen? Boah. Okay. Ah, okay, man kann hier später einfach verschiedene Loadouts einfach so klicken, machen, damit man schneller wechseln kann.
Was kann der hier? Helga. Ne, ich nehme lieber Mr. T. Der nimmt meinen T-Rex K.O. Blaster. Und wenn mich jemand tötet, kann ich einfach sagen, dass sie Rassisten sind. Ne, ich mache mir jetzt erstmal ein eigenes. Immer auf die Schwarzen. Okay, also das finde ich echt gut, dass, wie heißt es, dass hier Outfits, verschiedene Outfits, Geld kostet. Eins würde mich jetzt trotzdem interessieren. 15 Euro kostet 16.000. Okay. Was ist das denn? Upsi. Ach, das sind Spots. Ach, wie cool ist das denn? Wie geil. Wie geil ist das denn, ey? Gibt's davon noch mehr? Gewiefter Verbrecher. Headbanging. Wie geil ist das denn? Helga. Ach, Junge. Mit Helga besteht das bestimmt voll. Oh. Ein Glück, ey. Das ist Kohlkopf. Meine Waffe vertrauen? Junge. Und was gibt's hier noch? Ein Vega-Twist-Tanz. Oh, guck mal. Ja. Endlich eine Runde. Guck mal. Oh, war jetzt eine Runde? Ansonsten beende ich jetzt diese Folge. Dann tut es mir leid, dass wir keine Spielrunde gehabt haben. Aha, was ist das denn überhaupt? Gunschlitz. Hier wieder wahrscheinlich für kosmische Sachen. Pechbaum. Was ist denn das Schließfach? Das scheint auch cool zu sein. Statistiken. Avatare. Ah, cool. Ich bin lieber avatarlos. Jetzt kann ich den Avatar nicht mehr ändern. Och man. Einmal Avatar und das verflüchtet dann auf Lebenszeit. Kann ich den nicht wegmachen? Bin lieber ohne Avatar. Dann will ich lieber T-Bone. Ich finde man hier echt keine Spiele. Okay, na dann beende ich jetzt erstmal diese Folge. Schade, dass jetzt kein Match gekommen ist. Ich werde jetzt einfach noch so lange hier warten, bis endlich ein Match da ist und dann werde ich das aufnehmen und dann seht ihr das auch in der nächsten Folge. Sage ich jetzt erstmal Tschüss und Entschuldigung, dass jetzt kein Match kam. Bye bye.